So, Olli! Moin, sind's nicht schon? Meine Augenbrauen sitzen nicht in den Augen. Stimmt, jetzt fällt's mir auch auf. Danke. Aber ich hab dich lieb, das weißt du, ne? So, Klamotten. Ich weiß nicht, ob ich heute ganz richtig angezogen bin, doch, aber da kommt jetzt schon so ein bisschen Regen. Wir wollen heute, ich habe ja gesagt, ich möchte auch mal in diesem Jahr ein bisschen angeln gehen, wirklich angeln. Und ich habe Bock, eine Bachforelle zu angeln. So kleine Spinner, feines Zeugs. Dabei kann das auch immer, ist immer Adrenalin drin, kann es mal eine Überraschung geben, dass er auch mal ein Hecht beißt oder so. Das werde ich mal versuchen, euch zu erklären, was ich da mache. Noch sind wir hier so ein bisschen im Ort, werden auch nachher noch mal ein kleines Stück rausfahren, Idylle pur. Ja, gucken wir mal, ob die Bock haben. Also Wetter können wir keine Schuld geben. Das ist so das perfekte Angelwetter, ne? Wir haben heute, wird langsam wärmer, so 17, 18 Grad, die Sonne kommt mal ein bisschen durch, ist viel Wind angesagt und auch noch Regen. Ausrede Wetter würde ich schon mal nicht zählen. Gucken wir mal, ob wir so ein Ding an Haken kriegen. Ich habe die Schnur auch nicht durch die Ringe gezogen, habe ich. Ich angel jetzt erstmal ein bisschen. Eine Brücke. Was ist das da? Brücken muss man mitnehmen. Bachforellen stellen sich da richtig gern drunter. Ich angel jetzt aber falsch rum. Normal angelt man stromauf. Aber ich komme hier von der anderen Seite nicht ran. Und wir dürfen hier in dem Fluss auch nicht uns ins Wasser stellen. Das ist hier verboten. Macht auch Sinn, weil die Laichbetten, hier gibt es auch Lachse und Meerforellen, und wenn man dann über die Kiesbetten läuft, zerstört man eventuell die kleinen Forellen und so. Da kann man nicht einfach durchlatschen. Und das muss auch nicht wirklich sein. Aber deshalb, ich muss jetzt hier mal ein paar Würfe halt andersrum machen. Der Nachteil, was war das denn? Schreck bekommen. Könnte ein Biss gewesen sein. Der Nachteil ist jetzt, die Fische, die gucken ja gegen die Strömung, ne? Ist klar, die stehen so rum, der Strom kommt von da. Und wenn ich jetzt den Spinner ansetze und hier steht ein Fisch, dann drehe ich den Spinner von hinten auf den Fisch zu. Und das finden die nicht so klasse, da bekommen die eher einen Schreck und hauen dann mal ab, anstatt zu beißen. Aber das werden wir jetzt ja auch gleich taktisch ändern. Aber ich wollte den Punkt mitnehmen. Aber hier ist keine. Und hier, Olli, das ist bewegtes Angeln, ne? Du hast deine Laufstiefel an, ne? Wir können Kilometer reißen. Ohne Ende. Ja. Das wird auch passieren. Da vorne, wenn man diese Angelei so macht, da kann man natürlich Kilometer reißen, aber man muss Punkte erkennen. Salmoniden angeln in den Flüssen, Auen, man muss Punkte erkennen. Das hier ist einer. Das kann man sehen, ein bisschen enger. Eine Enge ist immer gut. Wie gesagt, wir haben hier auch eine Chance, Meerforelle, Lachs, das kann auch alles passieren. Und das ist so ein Punkt, da stellt sich ein Fisch rein. Eng, das Wasser wird ein bisschen schneller und dann wird das ein bisschen ausgekolkt sein. Und das dann hinter so einer Kurve, also dieser Bereich ist heiß. Mal sehen, ob da jemand wohnt. Und ja. Aber da gibt es immer so Herzklopfen, ne? Solche Punkte gibt es Herzklopfen.
Wasser ist hier relativ klar. Kann jetzt den Köder auch schon so auf größere Distanz sehen. Man kann dann auch mal sehen, wie eine Bachforelle hinterherläuft. Das passiert auch mal. Da ist eine. Da. Ah, wieder ab. Aber sie war da. Hast du gesehen? Habe ich einen Schreck bekommen. Das ging schnell los, ne, Olli? Ja. War? Mit Ansage. Aber der Punkt ist heiß. Mann, habe ich einen Schreck bekommen. Ich glaube, das ist sogar zu sehen. Und die hat fast ausgesehen wie ein Goldfisch. Die hat auf dem Sand gestanden und hier vorne ist der Untergrund ein bisschen dunkler. Das war, da habe ich wieder einen Antiker gehabt. Das war cool. Ah, da ist sie mir ausgestiegen. So, pass auf, Aussteiger, ne? Ich wollte das jetzt ganz klasse machen, damit ihr den Fisch auch seht. Bachforellenangeln bedeutet auch, dass man häufig, kleinere Fische dabei fängt und dann angelt man widerhakenlos. Es ist hier auch so vorgeschrieben. Und ich glaube, ich werde jetzt auch den Spinner einmal wechseln. Ich will da ein bisschen Farbe reinkriegen. Dann kann ich euch auch noch mal zeigen, wie man die Widerhaken darunter gebaut bekommt. So, jetzt mache ich mal Kupfer mit ein bisschen Farbe. Mal sehen, ob das klappt. So, Widerhaken. Hier ist auch so ein bisschen roter Schlauch drauf, da stehe ich ja drauf. Kann man dann einmal andrücken. So, das gibt dann ja an jedem Gewässer so Regeln. Hier ist es so, man darf hier nur eine Anbissstelle am Köder haben. Das heißt, wenn man mit Wobbler angelt, nur einen Haken. Drillingshaken müssen wieder hakenlos sein. Wenn man hier mit der Fliege angelt, also mit einem Einzelhaken, dann darf man mit Widerhaken angeln. So, mal sehen, wie die Farbe hier läuft. Obwohl, ging ja eben, ne? Ich habe ein bisschen gehabt. Ich mache weite Würfe. Strom auf. Bachforellen sind echt mega, mega scheu. Und wir haben jetzt ja einen Vorteil, weil wir jetzt gegen den Strom angeln. Wir kommen immer von hinten an den Fisch ran, der bemerkt uns nicht so. Und da steht natürlich auch Kraut am Grund. Wir sind ja noch früh im Jahr, das ist noch nicht so ganz hoch. Der Vorteil ist, so Strömungsrichtung. Und wenn wir jetzt, ich muss die Angel einmal ablegen dabei. Das Kraut liegt natürlich jetzt durch die Strömung so am Grund. Und wenn wir den Spinner drüber ziehen, haben wir kaum Hänger. Wenn wir andersrum angeln, bleiben wir immer im Kraut hängen. Deshalb, wie gesagt, zwei Vorteile. Man kann den Köder besser führen und der Fisch steht so in der Strömung, guckt da hoch und sieht den Spinner schon aus relativ großer Entfernung kommen. Und deshalb kann man die dann so ganz gut fangen. Wollen wir auch mal sehen, dass wir mal einen rausholen. So, zwei Fische auf blank drauf gehabt und auch noch einen Fehlbiss gehabt. Jetzt wechsle ich mal wieder zurück auf blank. Und hier muss ich auch nochmal die Widerhaken wieder runter fiddeln. Wichtig ist, wenn man Widerhaken losfischt, wenn da ein Fisch an der Angel ist, darf man da keine lose
reinbekommen, dann wird das kompliziert. So, mal gucken, ob ich mit blank recht habe. Das kann man auch schon recht flott durchkurbeln. Man muss immer so das Gefühl haben, Spinner läuft. Und da hinten sehe ich auch wieder einen Punkt, der heiß aussieht. So, mein Tipp bei dieser Angelei, das Wasser, wo ihr so den Eindruck habt, vielleicht ist da eine, da macht man zwei Würfel, drei Würfel, dann weiter und man muss diese heißen Punkte, die muss man finden und die tauchen im Flussverlauf auf und wenn ihr öfter mal im Wasser seid, werdet ihr das auch erkennen. Da ist dann, man kann das als Angler riechen. Und da hinten ist wieder so ein Punkt. So, weiter geht's. Olli, hier kommt ein Graben. Boah, du bist ein Held. So, Fluss abfischen. Das geht dann gut mit dem kleinen Wobbler, mit dem schwimmenden Wobbler. Den tickt man einfach rüber und lässt den dann durch die Strömung rüberlaufen. Die kann man aber auch mal ganz cool mit dem Strom runterkurbeln. Das geht auch mal gut. Aber ich fische jetzt hier zurück, will mir die Brücke nochmal angucken. Weil das ist ein Punkt. Da an solchen Punkten steht immer Fisch. So, jetzt werde ich hier aber gleich, glaube ich, an eine Grenze kommen. Weil ich muss jetzt hier einen Haken entfernen. Und das ist jetzt hier so ein Mini-Sprengring, da komme ich doch nie ran. Ohne Zange. Jetzt habe ich hier eine kleine Sprengringzange. Aber auch die wird hierfür zu groß sein. Tippe ich mal. Das war nichts. Kann ich damit kneifen. Irgendwas habe ich jetzt hier kaputt. Ja, ich kriege den Ring, so den Drilling will ich natürlich hier nicht runterfallen lassen. Hier laufen ja nachher dann auch Tiere. Ich habe das jetzt mal ein bisschen rabiater gelöst. So, den kann ich auch noch mal gebrauchen. Bisher, ihr kennt das ja, ne? Männer haben, kommt vor brauchen. Der kommt da rein, seine Stunde wird auch noch kommen. So, müssen wir hier die Drillinge noch mal wegnehmen. Nicht die Drillinge, sorry, die Widerhaken. So, machen wir hier mal den Probelauf. Wir hatten hier eben auch Besuch. Ne? Schönen Gruß noch mal. Danke für die Ehre und wieder ein Drilling im Finger. Kommt aber raus oben. So, das gucken wir uns jetzt schon mal an. Das ist so ein Punkt, da stellt sich gern mal so eine Bachforelle drunter. Die wollen Deckung. Und da kann man den mal so ranticken, ein kleines Stück treiben lassen und dann erst rumkommen lassen. To the river, to the river we go. Leave our worries on the shore and drift away. On the river. No. Nee, von mir brauchst du keine Angst haben. Ich bin froh, wenn du mir nichts tust. Aber du tust nichts, ne? Guck mal hier, damit wir hier ein bisschen Landwirtschaft, ne? Das nennt man Ammentierhaltung. Da laufen die Kühe noch mit ihren Kälbern. Das sieht man ja relativ selten. Ja, finde ich jetzt spannend, ne? Menschen, und du da hinten auch, ne? Guck mal her, du kennst auch einen Eimer, du weißt auch, wie das geht. Ja, kommt da hinten Papa? Nee, nicht vorstellbar. Ja, so ist das auf Land, ne? Aber, das kann man ja vielleicht mal ansagen, wenn man hier so in der Natur hier rumrennt, da hinten kommt Papa. Wollte ich nur mal gesagt haben, den kann ich von hier sehen. Das ist Papa. Da hinten kommt er. Das ist Papa. Guckt ihr den Kollegen an. So, und wenn ihr dann hier so in der Natur unterwegs seid, und da laufen Tiere und man kann das manchmal auch nicht genau sehen,
weil das ist dann schon mal Land, das ist so ein bisschen weiter hier. Ja, er meldet sich schon. Check das vorab, welche Tiere da laufen, weil sonst müsst ihr laufen. So, wer möchte? Wer möchte? Na, du, wa? Endlich mal ordentliches Gras, ne? Da drüben habt ihr auch nicht viel, das ist so trocken. Na, war lecker? Kann auch Danke sagen. So, ich hatte hier ja vorhin so einen Erfolgsspinner, da hatte ich den Haken abgebrochen beim Hänger. Hab den jetzt abgekniffen, mit dem Sprengring 9 eingehängt. Ich angel hier eine 008 Geflechtschnur, so 6 bis 8 Kilo Schnur. Ich mag es ja lieber ein bisschen dicker bei der Angelei, weil da können Überraschungen passieren. Wie gesagt, hier gibt es auch mehr Forellen, Lachse, Hechte und so weiter. Und habe jetzt einfach hier eine 35er Mono drunter geknotet. Hechtsicher ist das natürlich nicht. Aber Bachforellen können echt gut gucken. Wenn zu viele Hechte da sind, immer eine Stahlspitze, so einen kurzen Stahldraht, 20 cm oder so, in 5-6 Kilo davor knoten. Und ich werde jetzt mal, ja, hier Rute, soll ich auch noch was zur Rute, muss ich mir auch mal was sagen, ne? Ja, wenn du möchtest. Ja, das ist auch vielleicht ganz gut. So, 25er Rolle. Bremse vernünftig eingestellt, Strömung. Wenn die Fische den Druck in den Rücken bekommen, kann die ganz schön abzittern. Das heißt, die Bremse muss schon eingestellt sein. Und Rute füge ich hier eine 7 Gramm Rute. Asche auf mein Haupt, ich glaube, die ist gar nicht mehr im Programm. Aber Spaß bringt die trotzdem. Das heißt, muss eine feine Rute sein. Ich angel 2,70 Meter, ist ein bisschen entspannter. Weil mit einer kürzeren Rute würde ich immer den Köder vorne ins Kraut reindrehen, wenn ich anheben will. Also wenn der Wurf zu Ende ist, hänge ich immer im Kraut, deshalb ist die lange Rute hier ein bisschen besser. So, ich gucke mal, ob ich hier über diesen Graben rüberkomme. Olli, du darfst hier bleiben, aber die Kurve muss ich einmal mitnehmen, sagt mir mein Gefühl. Oh. Der sieht auch weich aus. Der sieht auch weich aus, ja. Der sieht richtig weich aus. Ja, Heinz! Da müssen wir Horst auch mitnehmen, wenn einer dann auch richtig zu lachen hat. Oh, der ist richtig weich. Ich komme schon mit dem Fuß nicht mehr raus. Mir kann man nicht mehr helfen. Ja, da muss man aufpassen, ne? Mal antesten, ob geht. Olli, ich gehe da ein kleines Stück runter und angel hier einmal hoch, ne? Kannst Pause machen. Dank, tschüss! So, da vorne war nur reiner weißer Sand. Das Problem haben wir hier in diesem Abschnitt, weil hier fahren sehr, sehr viele Kanus durch. Und die rasieren bei dem flachen Wasser natürlich unten alles an Bewuchs weg. Und da muss man jetzt ein bisschen genauer hingucken, wo der Untergrund so von der Struktur, ich habe eine Poolbrille auf, ich kann das hier ein bisschen besser erkennen. Hier liegen dann auch mal ein paar Steine, so ein kleines Kiesbett hier. Und das sind dann so Punkte, da stellen die sich rein. Drüben die Kurve unter den Büschen. Das sieht auch gut aus. Muss man natürlich die Würfe auch recht überlegt machen. Da hängt dann auch mal ein Ast drüber, den man dann nicht so im Blick hat. So, Schritt für Schritt. Ein Barsch. Ich glaube, ich habe einen Barsch. Hält. Die Bachforelle, die Farben passen ja alle, bis auf die Stacheln. Ne? So, wie komme ich denn jetzt hier ins Wasser? Gar nicht.
So, jetzt sind wir wieder dabei angeln. Ne? Eigentlich sollte das ja eine Bachforelle sein, aber Spaß bringt das. Und wenn das Spaß bringt, haben wir ja alles richtig gemacht. Boah, ich überlege, ob ich einen kleinen Spoon dabei habe. Ich muss gleich mal gucken. Ich brauche irgendeinen Spoon, glaube ich. Fisch! Olli! Da ist sie! Da ist sie! Und was für eine hübsche! Der Traumfisch für heute. Dank. Das ist ja immer beim Angeln so. Wir können den Fischen nichts auferzwingen. Ne? Wir müssen das immer so machen, wie der Fisch die Nahrung aufnehmen will. Und wir müssen da angeln, wo er steht. Jetzt kommen wir hier so in eine Kurve rein. Hier vorne ist jetzt das flache Wasser, drüben die tiefe Kante. So, da werde ich jetzt hier mit dem leichten Spinner an meine Grenzen kommen. Weil das kann schon sein, dass es da 1,5-2 Meter tief ist. Und da gibt es dann so einen ganz guten Kniff. Mal sehen, ob ich das auch eingepackt habe. Den möchte ich euch jetzt mal zeigen. Ich habe meine Tasche so gut aufgeräumt, dass ich nichts wiederfinde. Das ist auch was, ne? Aber Chance besteht, was ich immer so alles mitschleppe. Stahlpuffächer. Ja, wir machen in der Stunde weiter. Ich muss auch mal suchen. So, gefunden. So, der Spinner, der hat, den kann man dann auch mal kontrollieren. Den habe ich eben ein bisschen verbogen. Läuft auch wieder besser. Das überrascht gar, ne? Damit kann man die ganz gut purblein. Die packen wir auch gleich mal hier in diese Dose. Die finde ich sonst nie wieder. Dafür sind die auch zu teuer. Ja, hier einmal mit Plan wegpacken. So, die Überraschung haben wir schon gezeigt. Vielleicht ganz gut, dass ich die Dose jetzt hier habe. So, da ist jetzt diese Klammer, diese kleine Klammer drin. Drücke ich da mal raus. Kann man das sehen? Ja. So, Klammer kommt raus. Jetzt hake ich hier den Spinner ein und jetzt beschwere ich den einfach damit. So, großes Loch, kleines Loch, klein, groß. Da muss man dann so ein bisschen drücken. So, jetzt habe ich hier oben das Öhr. So, und jetzt habe ich mir so einen Mini-Bleikopfspinner gebaut. Muss man beim Wurf mal abstoppen. Das kann passieren, dass er mal überschlägt. Aber das nützt ja auch nichts. Wir angeln den Punkt zu leicht. Dann brauchen wir ihn auch nicht angeln. So sieht er dann aus. So, der läuft jetzt immer noch fantastisch. Ja, da habe ich das schon natürlich beim ersten Wurf geschafft, dass er sich überschlägt. Aber so, und jetzt läuft er ein bisschen tiefer. Und so würde ich jetzt mal die Ecke da angreifen. Das ist ein Hecht. Großer Fisch für die Bedingungen hier auf jeden Fall.
ist er eingehakt. Ein eingehakter Fisch. Der hat nicht gebissen. Was ist das? Was habe ich da? Auf jeden Fall ist das spannend. Da haben wir sie wieder, die laufende Bremse. Das kann man auch nur erleben, wenn man angeln fährt. Der Fisch hat nicht gebissen. Das war kein Biss. Nee, ich laufe nicht zu dir. Du kommst hierher. Egal wer du bist, du kommst hierher. Das sind Brassen. Brassen? Ich habe immer mal davon gehört, dass es hier welche geben soll, aber... Oh. Mann, du hast hier erst Hoffnung auf den Hecht oder auf den Lachs oder so. Hier stippen, fängst da die Lippendinger und was hat der denn da hinten? Hat der eine Verletzung? Ich muss ja hinlegen, da komme ich, werde ich so irgendwie nicht rankommen. Hier Kescher übrigens, habe ich jetzt abgesichert. Wenn ich da runtergehe, komme ich hier wieder die Kante hoch. Irgendwie hat der auch eine Verletzung da hinten. Ne? Boah, das sieht nicht so klasse aus. So, schön nach unten, damit der Haken noch nicht hängen bleibt. So Kescher bisher, ne? So hochheben. Geht auch nicht kaputt. Ja, der war viel gehakt, da brauchen wir nicht viel Alarm machen. Und der hat noch nicht abgeleicht. Ne? War nicht mit Absicht. So, wo landen wir diese Granate? Da muss ich mal mit dem Kescher ran. Die sind noch dran. Ja. Mal hier, ich baue mir mal einen Kescher auf hier. Da kriege ich auch gleich nasse Finger. Komm her, hier. Ja, bitte. Ja, danke. Guck mal, ich wollte doch noch eine. Ich hab sie. Guck mal hier, was für ein Hüpf. Danke für den Fototermin. Ja. Unser Ziel ist Fisch, geht weiter. Ne? Das war ein fantastischer Tag heute und viel erlebt und ich bin glücklich und zufrieden. Haut rein. Bye.